Ja, liebe Freunde der Zeichenunterhaltung, es geht weiter bei Let's Play Seiken Densetsu 3 und wir haben letztes Mal diesen Lugar getroffen und immer noch dabei ist Tamiko-chan. Hallöchen! Misch dich hier nicht ein und wir werden dich nicht verletzen, okay? Wir werden dich nicht verletzen, okay? Die Beastmänner haben den Hafen eingenommen. Ich glaube, wir stecken hier fest. Okay, das ist nicht gut. Aber da wir ein bisschen Schaden kassiert haben, weil ich ja so clever gekämpft habe gegen die bekloppten Viecher. Moment! Ich sehe was anderes. Nein, ich will noch nicht übernachten, denn ich habe was gesehen. Nee, nee, da, eine Perle! Ran, ran! Oh, oh. Hey, versuchst du irgendetwas zu machen, während ich schlafe? Geh weg von mir! Aua! Das war nicht toll. Ich werde dich im Auge behalten. Alles klar, Perle, kein Thema. So, dann gehe ich jetzt trotzdem erstmal übernachten. Jetzt kann ich ja kostenlos übernachten, weil die Beastmänner ja hier sind, finde ich gut. Das ist die Neuerung im Spiel. Man kann sie auch nachts wecken lassen, aber ich werde mich im Morgen wecken lassen. Eine schöne gute Nacht. Meine Glad. Zack. Und wir pennen erstmal eine Runde. Drücke einen Knopf, um weiterzumachen. Lunatics-Tag. Wunderbar. Und die schläft immer noch. Und wir speichern das Spiel. Ja, hier gibt es nämlich unterschiedliche Tage. An manchen Tagen kann man Glück haben, dass man einen Rabatt bekommt. An manchen wiederum auch nicht. Wir haben das Spiel gespeichert und können jetzt erstmal hier raus. Wunderbar. So, dann schauen wir uns erstmal hier um. Wer bist denn du? Wenn ich jünger wäre, würde ich diese Soldaten zerquetschen. Wenn ich jünger wäre. Ist klar. Nach dem Motto, hättest du mich nicht aufgehalten, ne? Schon logisch. So, ein Händler wieder. Mal gucken, ob der jetzt Waffen hat. Noch mehr Kunden? Leider habe ich nichts. Die Biestmänner haben mir meine Waffen alle beschlagnahmt. Frechheit. Das finde ich nicht gut. Naja, egal. Müssen wir dann halt durch. So. Nee. Dann wollen wir mal hoch. Du hast Streit mit denen, dann schnell raus aus der Stadt. Nö. Solange du ruhig bist, bleibst du unverletzt. Ja, dann. Ich geh erstmal. Ja, ist ja gut. Ich wollte eigentlich nur hier rein. Danke. Hast du Gegenstände für mich? Willkommen. Ja, aber den kann ich kaufen. Ich kaufe dir erstmal glatt ein paar Bonbons. Verstauen. Man kann nämlich hier auch Sachen verstauen. Und bis zu 9 Bonbons kann man mitnehmen. Willst du nicht noch was gegen Gift mitnehmen? Stimmt, wäre nicht verkehrt. Das heißt hier, glaube ich, Pui-Pui-Gras. Nee, Heilkräuter. Nehme ich mal 5 mit. Habe ich natürlich einiges an Geld ausgegeben. Ja, egal. Gut, aber wir haben vorhin im Kampf gemerkt, wie schnell die uns vergiften können. Und da ist es nicht schlecht, was dabei zu haben. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, das kennen wir ja schon mittlerweile. Oh, mein Bildschirm kackt ab, scheiße. Oh je, nicht gut. So. Die Stadt ist im Krieg, mein Zuhause ist Krieg, die ganze Welt ist Krieg. Wie wird das nur enden? Das wäre auch ein Charakter, den wir hätten wählen können. Einige aufmerksame Zuschauer des ersten Parts hätten ihn wiedererkannt. So, oh, auch noch ein Charakter. Der ist bekannt aus dem Together von DK und mir, wo wir es übrigens auf Englisch gemacht haben, für den Fall, dass ihr Deutschsprachiges davon sucht. Oh, entschuldigt, ich suche meinen jüngeren Bruder. Hast du ihn gesehen? Nö. Verstehe. Danke. Wer das Intro von dem englischen Together von DK und mir gesehen hat, weiß, worum es in ihrer Geschichte geht. So, war der kleine Junge gerade schon da? Ich habe keine Angst. Ist aber ganz schön mutig. Der war gerade schon da, ja. Ist aber ganz schön mutig für sein Alter. So, dann wollen wir uns doch nochmal hier ein bisschen umschauen. Ob hier noch irgendwo was ist. Anscheinend nicht, hier ist nix. Immer ein bisschen rumlaufen in den Städten ist immer wieder schön. Ja. Miam. Ich designe manchmal auch aus Spaß einfach Städte zum Rumlaufen, so als Übung. Was willst du? Geh weg! Okay, dann gehe ich die andere Richtung. Mache ich immer ganz gerne so Städtedesign. Mhm. Wer bist du? Die Beastmänner planen, Wendell als nächstes anzugreifen. Wir müssen sie irgendwie warnen. Das stimmt. Also da müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir die verjagen können. Und ich weiß auch schon, wie wir das machen. Und ich denke, ich muss mal mit Luga sprechen. Dem Idiot, den wir da gerade getroffen haben. Da ist er. Wir, die Krieger des Biestkönigreiches, kontrollieren nun diese Stadt. Misch dich da nicht ein und wir werden dir nicht wehtun. Ah, gut. Dann möchte ich mal raus aus der Stadt. Tja, Leute. Oh, die lassen mich nie raus. Was willst du? Geh weg. Ich denke, ich weiß, wie ich hier rauskomme. Wenn das stimmt, was ich vorhabe...
dann werde ich an dieser Stelle, glaube ich, auch schon einen Schnitt machen, denn dann haben wir die ersten 4 Folgen Seiken Densetsu 3 aufgenommen. Und auch hier geht's wieder. Doch nicht Fast Forward? Gibt kein Fast Forward? Es gibt kein Fast Forward. Macht nix. Kein Ding. Spiel speichern tun wir. Stört mich auch nicht, wenn es hier kein Fast Forward gibt. Denn das Spiel ist ja eh Active Time mäßig bezogen. Wir haben das Spiel gespeichert und gehen hier raus. Es ist dunkel und ich denke mal, die sind jetzt alle pennen gegangen. Die Beastman. Jo, aber dafür müssen wir jetzt gegen Höllenhunde kämpfen. Was nicht sehr schön ist. Aber die kriegen sie jetzt erstmal von mir. Hehe. Ich habe ja nicht umsonst das Schwert mit. Na komm. Hallo? Du darfst dich auch bewegen, Duran. Ist nicht verboten. Boah, die halten aber was aus hier. Bam! Beide weg. Sieg! Und eine Schatzkiste. Ruhe. Oh nein, eine Glückskiste. Hoffen wir mal, dass sie jetzt Glück hatte. Natürlich nicht. Bonbon erhalten und verstaut, aber Giftgas. Nicht schön. Aber wir sind nicht vergiftet. An dieser Stelle kann ich nochmal sagen, Y ruft das Hauptmenü auf, das wir jetzt gerade gesehen haben. Und mit X das altbekannte Ringmenü. Und das ist die Animation des Bonbons. Wunderbar. An dieser Stelle mache ich einen Schnitt und bedanke mich bei Tamiko-chan für die Teilnahme an Let's Play Seiken Densetsu 3. Sprach der Raven immer mehr. Kein Problem, immer wieder gerne. Tschüss, Leute.